Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und diesmal zur Brieftaube. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor es startet, würde ich euch ans Herz legen, holt euch ein Getränk, geht vorher auf die Toilette, weil dieses Video wird auf jeden Fall ein etwas längeres Video gehen, denn ich möchte gerne alles abarbeiten, was ich so an Post habe. Und ich hoffe wirklich, dass diesmal das Video nicht asynchron wird. Das bedeutet, dass Ton und Bild zusammenpasst. Fangen wir an mit Server 22. Die Post blinkt schon, man sieht schon, es ist ziemlich viel los und ich fange einfach von oben an und dann raste ich einfach völlig aus bis nach unten. Ich werde jetzt erstmal 88 Nachrichten. Da fangen wir an. Von den Aller Nil schreibt Magier Sammelalbum. Hey Leute, der hat einen 200er Magiergürtel. Alles klar, das war schon mal eine Nachricht für die Gilde. Das kann ich schon mal löschen. Der Dummy 13 schreibt Bewertung. Er möchte gerne bewertet werden. Hallo, kannst mich bitte bewerten und schreib mir Nitte, wenn du bewertet hast oder wenn du Video gemacht hast. Ich werde es wahrscheinlich dir nicht schreiben, schau einfach die Brieftaube. Du bist jetzt der Erste, der bewertet wird, also wirst du es wahrscheinlich auch als Erstes mitbekommen, beziehungsweise schnell mitbekommen. Also du musst schon meine Videos verfolgen, da empfehle ich dir einfach den Abonnier-Button zu klicken, dann bekommst du immer das neueste Video von mir auf deiner YouTube-Startseite angezeigt. Wir schauen uns dein Profil an, du bist ein Stufe 84 Krieger. Und noch, bevor jetzt die Brieftaube richtig losgeht, an alle Leute, die meinen, ich bin zu blöd zum Bewerten, schaltet einfach das Video ab und ist gut. Dann müsst ihr euch das nicht anschauen und dann müsst ihr mir auch keine Anfrage schicken, ob ihr bewertet werden möchtet. Krieger, wie gesagt, du hast einen, ja, einen sehr brauchbaren Helm. Das Epic kannst du auf jeden Fall noch anlassen, die Brust. Handschuhe gefallen mir auch ziemlich gut. Das ist auch noch akzeptabel, obwohl schon etwas älter ist. In Ordnung. Kannst du auch noch anlassen. Also es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also als Nächstes würde ich doch dann diese beiden Epics hier austauschen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Also bis Stufe 90 kannst du auf jeden Fall oder sogar noch etwas länger kannst du die Items noch tragen. Gefällt mir alles ziemlich gut von den Items her. Von der Skillung her hast du 496 zu 496. Das ist natürlich, ist immer so eine Frage, ob Stärke und Ausdauer beim Krieger gleich sein sollte von dem Basisskill. Ich bin halt immer der Meinung, dass man 100 mehr Stärke skillen sollte wie Ausdauer, aber ist halt deine eigene Meinung. Man kann auch so skillen, dann haben. Es kommt quasi das gleiche bei raus, ob man mehr Schaden macht oder mehr aushält. Man muss halt immer Glück haben, ob man dann blockt und so weiter. Glück hast du auch gut, du hast 25% gerundet, das ist ziemlich gut. Und die Nebenattribute hast du auch dran gedacht. Natürlich, dass du viele alle Attribute-Epics hast, hast du halt hast du viele hohe Nebenattribute, aber ist doch gar nicht mal so schlecht. Du hast ein 20% Reittier. Das geht auf jeden Fall besser, auch wenn du kein Pilzer bist. Da kannst du dir noch ein besseres besorgen für einen Pilz. Du gehst auf den Stall und bekommst dann den Tiger. Der hat nämlich 30% und kostet einen Pilz und 10 Gold. Und das sollte auf jeden Fall drin sein, indem du einfach auf Pilzdealer gehst und dir kostenlose Pilze besorgst. Wenn du richtig das jeden Tag machst, kannst du dir auch einen Greifendrachen holen und damit dann für 25 Pilze minus 50% Reisedauer. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Am besten immer schön im Pilzdealer, beim Pilzdealer vorbeischauen und die kostenlose Pilze mitnehmen. Sammelalbum ist auch akzeptabel, 52% dafür, dass du nicht Pilzer bist. Machst du weiter, Dungeons hast du, 49 ist auch ziemlich gut. Machst du weiter und dann wirst du auf jeden Fall höher kommen. Wie gesagt, die Tipps, die ich gerade gegeben habe, am besten befolgen. Damit haben wir den Dummy 13 bewertet. Machen wir weiter mit den Zigbar. Der hat Betreff geschrieben, hi, kannst du mal bitte meinen Char bewerten? Natürlich kann ich das, selbstverständlich. Du bist von der Gilde Herr der Ringe, auch eine sehr schöne Gilde. Ich habe nicht alle Filme gesehen, aber dieser eine Film, wo Helms Klamm, war das, das angegriffen wurde, war ziemlich cool. Wie gesagt, ich kenne mich nicht mit den Grundbegriffen aus von Herr der Ringe, also bitte, ne? Jetzt nicht hier reinschreiben, oh, das war doch was ganz anderes, ich kenne mich damit nicht aus. Ich finde auf jeden Fall diesen Legolas, der hat ja Legolas quasi, ne? Der Legolas. Passt natürlich, der ist ziemlich cool mit seinem Bogen, gefällt mir. Finde ich auch am besten von den ganzen. Du bist ein Nicht-Pilzer, hast das 30% Mount, das ist gut. Du hast drei gute Tränke drin, auf jeden Fall top. 52 Dungeon-Etagen hast du gereinigt. Sammelalbum von 66,47% ist ziemlich gut dafür, dass du ein Nicht-Pilzer bist. Fangen wir an mit deinem Helm. Der sieht doch akzeptabel aus. Die Brust ist auch, kannst du noch tragen. Die ist gar nicht mal so schlecht. Die ist noch etwas neuer. Die Handschuhe sind gut, das ist gut. Die Waffe ist auch noch ziemlich gut. Auch gut, gut, also ich sehe gerade kein schlechtes Item bei dir, kannst du alles so lassen, das sieht alles ziemlich gut aus, dein Equipment ist auf jeden Fall top.
Von der Skillung her 550 zu 507, das ist doch auch akzeptabel. Vielleicht noch einen Ticken mehr Geschickskillen im Gegensatz zur Ausdauer, aber es gefällt mir ziemlich gut. Glück hast du sehr viel, 33,26, das reicht auf jeden Fall aus. Und an die Nebenattribute denken, also vielleicht noch ein bisschen mehr auf Int-Skillen. Denn ja gut, Stärke-Gegner, Int-Gegner. Also die Nebenattribute skill ich immer gleich hoch. Also Stärke und Int ist Geschmackssache, aber von der Skillung, von dem Equipment, also ich habe nichts auszusetzen, gefällt mir alles ziemlich gut, mach weiter so. Alles schön, schön. Und da habe ich die ersten schon gelöscht und die nächsten kommen schon wieder rein. Das ist natürlich schön. Sammelalbum Item Mage. Okay. Das sind wieder Informationen für die Gilde. Bewerten bitte von dem SLXEPIC. Schöner Name. Hi ho, bin letztes Mal nicht drangekommen und hoffe, dass ich diesmal drankomme. Deine Videos sind die besten. Natürlich wirst du bewertet. Vielen Dank, dass du meine Videos so toll findest. Du bist ein Magier. Auch du siehst doch so nett aus und hast so ein Muttermal. 60% Sammelalbum dafür, dass du nicht Pilzer bist. Da geht noch mehr, ne? Immer alle 10 Minuten schön angreifen. Wir sind ja auf Server 22, der Server ist ja schon etwas älter, also hau rein. Immer schön alle 10 Minuten jemanden angreifen. Zwei Tränke drin, wenn du einen dritten Trank findest, sofort reinschlucken, egal was es ist. Einfach reinballern, kostet ja nichts, beziehungsweise so ein Trank ist ja nichts wert. Deine Skillung 725 zu 648, das ist doch, ja, Skillung ist in Ordnung. Vielleicht etwas mehr auf Glücksskillen, also 20% bis 25% würde ich schon empfehlen als Magier, denn Mages machen sehr viel Schaden, wenn sie critten und das kann auf jeden Fall den Dungeon entscheiden. Geschick hast du sehr viel geskillt, vielleicht noch ein Ticken mehr auf Stärke bei den Nebenattributen. Von den Items her, der Helm ist schön, die Robe ist auch in Ordnung, die Handschuhe, jo, das sieht doch alles hier ziemlich gut aus. Das Epic kannst du auch noch anlassen, das ist auch in Ordnung, das Epic auch. Also ich habe mal wieder nichts auszusetzen, vielleicht als nächstes dann die Halskette austauschen und sonst alles in Ordnung. Schön, schön. Somit haben wir dich auch bewertet. Like Banane oder Banana, Gewinnspiel. Nein. Irgendwelche Werbungen nicht anklicken. Das ist wieder was für die Gilde. Char bewerten von Kevin Orts. Wenn ich das richtig ausspreche. Kevin Orts. Ich hoffe doch mal. Oder es wird irgendwie anders ausgesprochen. Wenn ja, tut's mir leid. Ziele Top 8000 und Level 100. Das wirst du auf jeden Fall schaffen. Du bist ein Nicht-Pilzer. Oder bist du Pilzer? Du bist Pilzer. Du bist Pilzer. Du bist Pilzer. Ja doch, ich denke mal, dass du Pilzer bist. Du hast 50% Mount, du hast einen Pilztrank für 15 Pilze oder du hast einfach nur ziemlich viele kostenlose Pilze bekommen und da Glück gehabt, dass du das für Gold bekommen hast. Kann sein, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass du Pilzer bist. Und wenn du Pilzer bist, viel mehr im Sammelalbum. Da muss noch was rankommen. Also Sammelalbum musst du noch pushen. Vielleicht bist du auch gerade erst angefangen. Auf jeden Fall Sammelalbum immer pushen, alle 10 Minuten angreifen. Und wenn du Lust hast, auch gerne mal Pilze ausgeben. Schön im Sammelalbum gucken, ob du Bilder findest. Auf jeden Fall. Also bis 40-45% kannst du eigentlich alle 10 Minuten angreifen. Das schaffst du locker oder einfach immer auf die Arena klicken. Vom Equipment her, fangen wir mal an. Du hast einen Ausdauerhelm. Da würde ich dir doch empfehlen, einen Stärkehelm zu nehmen. Hier auch ein Stärke-Item. Das ist schön. Das hier wieder ein Stärke-Item. Hier bitte ein Stärke-Item. Das ist ein schönes Schild. Das ist in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Und sehr schön. Also ich würde dir wirklich empfehlen, mehr auf Stärke zu gehen und nicht so viel auf Ausdauer, denn Stärke ist auf jeden Fall dein Hauptattribut. Also solltest du dein Hauptattribut auch am meisten skillen und auch auf halt die meisten Sachen von deinen Items auf Stärke. Skillung 282 zu 238. Da kannst du noch einen Ticken mehr auf Stärke skillen, da du eh so viel Ausdauer-Items hast. Und die Nebenattribute bitte nicht vergessen, die noch etwas mehr pushen und Glück auf jeden Fall. Du hast nur 9% Glück, beziehungsweise Crit-Chance, das ist viel zu wenig als Krieger. Da würde ich doch schon 10 bis 15% empfehlen. Also am besten die nächsten Punkte in Glück investieren. Sonst, wie gesagt, zum Sammelalbum und die Tränke sind natürlich top. Dann haben wir den Kevin auch bewertet, dann der Darko67, bitte lesen, ich mache das nicht bei jedem. Ach okay, das weiß ich, was es ist. The Joker LP, Char bewerten. The Joker LP. Hey, ich finde deine Videos richtig gut und wollte mal fragen, ob du mich bewerten kannst. Natürlich kann ich das. The Joker LP, ich glaube, ich habe dich sogar schon mal bewertet, kann das sein? 30% Mount, nicht Pilzer, nur ein Trank, wenn du andere findest, sofort zuschlagen. 60% Sammelalbum ist in Ordnung, dafür, dass du nicht Pilzer bist. Dein Helm ist schön, deine Robe schon etwas älter, die kannst du auf jeden Fall austauschen. Die Handschuhe sind gut,
Das ist auch in Ordnung. In Ordnung. Ja, die. Ja, ist auch noch in Ordnung. Also ich würde sagen, als nächstes die Robe austauschen. Denn das Epic ist auf jeden Fall schon etwas älter. Da kannst du dir besser eine Int-Robe anziehen. Von der Skillung her hast du 407 zu 382. Und tut mir leid, dass ich gerade die ganze Zeit husten muss. Vielleicht sollte ich mal ein Schlückchen nehmen, weil das Video ja doch schon ein Ticken länger wird. Oh Mann, oh Mann. Jam, jam, jam. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau bei der Skillung. Ich würde dir wirklich empfehlen, dass du so weiter skillst. Das sieht doch in Ordnung aus. Vielleicht ein Ticken wieder mehr auf Int. Glück ist, ja, da würde ich doch schon etwas mehr. Hau die nächsten Punkte in Glück rein, damit du auf 20% kommst. Das ist schon etwas. Hau mehr in Crit rein, denn Mage, wie gesagt, ist Crit ziemlich wichtig. Deine Nebenattribute geschickt dann etwas mehr pushen, aber Nebenattribute sind soweit in Ordnung. Somit haben wir die Joker LP auch bewertet. Die Joker LP. Hey, Zuschauer, hab eine kleine Frage von 4Tox. Servus, Zuschauer, zuerst. Ich schaue deine Videos jeden Tag und finde sie richtig prima. Dankeschön. So, nun zur Frage: Wann ist denn die Pilzaktion? Sie war ja erst in 2 Wochen oder so. Weißt du, wann das Event ist? Danke im Voraus. Meinst du das, wo man sich Pilze kaufen kann? Das wird wahrscheinlich kurz vor Weihnachten kommen. Also ich denke mal, in 1 bis 2 Wochen wird das nächste sein. Am besten immer im Forum vorbeischauen, denn dort wird es meistens früh wie möglich angekündigt. Da, der Kaputtmacher. Bist der Beste und hast die besten LPs mit Spieletrend. Aber du besser. Dankeschön. Dankeschön. Bewerten von Sarius. Kannst du mich mal bewerten, please? Natürlich. Fangen wir mal an. Du bist ein sehr behaarter Krieger, der Stufe 117 ist, also schon etwas höher. Du bist in der Gilde Disneys Wundertüte, einer Konkurrenzgilde von uns. Und bist natürlich Pilzer. Hast drei Top. Ich kann nicht mehr Top aussprechen. Drei Top-Tränke natürlich drin. Hast schon 70 Dungeon-Etagen gemacht. Und hast ein Sammelalbum von 82,35%. Das sieht doch alles ziemlich gut aus. Fangen wir mal mit deinen Items an. Das ist ein sehr schöner Helm, den du natürlich noch tragen kannst. Genau wie diese Brust. Also ich denke mal, dass du eh nur gute Items haben wirst. Die Handschuhe vielleicht noch ein Ticken. Die sind schon einen Tick älter. Wie der Kopf auf jeden Fall. Schöne Stiefel. Eine schöne Waffe. Dann ein Schildchen mit 99 aller Attribute. Ist auch sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Also kannst du eigentlich als nächstes diese Handschuhe austauschen, wenn du da was Besseres findest im Laden. Sonst natürlich alles top. Von der Skinnung her 700 hier. Boah, natürlich, das ist alles ziemlich gut geskillt hier. Nebenattribute hast du dran gedacht und hast sehr viel Glück. Skillung top, Items top, Tränke top, Sammelalbum kannst du aber noch etwas pushen. Auf 85 bis 90% ist auf jeden Fall drin. Da musst du dich noch was ranhalten. Nein, mach so weiter, es sieht alles ziemlich gut aus. Du hast zweimal geschrieben, den lösche ich jetzt beide. Benji schreibt, denke jetzt reizt dann langsam auch 7 Angriffe an einen Tag müssen nicht sein. Tut mir leid, wenn ich die 7 angegriffen habe. Tut mir leid, ich greife meistens in der Arena an, klicke einfach drauf und hau einfach die Tasten. Und achte meistens nicht darauf, wen ich gerade angreife. Der Sarius, den hatte ich doch gerade. Oder? Ja, das ist der gleiche, dich habe ich doch schon bewertet. Der Dieb schreibt, betreff, hallo mal bewerten? Fragezeichen. Mache auch LPs, aber nicht so gute. Schreib mal back und bewerte mich mal. Bitte, bitte erwähne meine Gilde. Alles klar. Zurückschreiben werde ich nicht. Du bist bei Showtime Deep und hast ein Sombrero. Und bist ein Ork. Du bist ein Kundi, ein Pilzer, Rang 125, 182 vom Level her, Top-Tränke. Sammelalbum, da geht noch mehr. 85 bis 90% sind drin, wenn du ein Pilzer bist. Dranhalten. Items. Kann ich schon voller rein sagen. Das sieht alles sehr gut aus. Du hast komplett Epic. Du hast dich schon beim Epic-Event equipped. Das sieht gut aus. Da habe ich nichts zu bemängeln. Außer das Sammelalbum ist eigentlich alles top. Ja, die Skillung auch. Sammelalbum. Das Einzige, was du noch verbessern solltest. Such dir die Leute raus mit dem Bildchen. Ist nervig, aber lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich. Deine Videos und Char-Bewertung. Der Passi 6118. Hallo, ich wollte dich nur mal etwas sagen. Und zwar,
dass du es schaffst, aus so einem langweiligen Spiel, wo man eigentlich nicht jeden Tag etwas zeigen kann, wie zum Beispiel FIFA, MW3 oder sowas, halt ein richtig gutes LP zu machen. Hut ab, ich schaffe es auf meinem Kanal nicht. Mache aber erst seit einem Jahr Videos und seit gestern erst Shakes. Aber ich muss sagen, ich finde es schon schwierig, so etwas zu kommentieren. Kannst ja auch mal meinen Char bewerten, wäre richtig cool. Vielen Dank dafür. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist nicht leicht, jeden Tag alles rauszuholen. Vor allem, wenn man von der Arbeit kommt und auf einen schlimmen Tag hatte, beziehungsweise einen nervigen Tag, dann muss man sich quasi erstmal fangen. Man muss ja quasi so, wie man drauf ist, wie man wahrscheinlich auch immer den, oder macht man auch mal den Let's Play-Part. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel richtig angepisst bin und dann da gleich aufnehme, dann wird der Part so richtig beschissen und es interessiert keine Sau. Aber ich hoffe, beziehungsweise ich versuche es so gut wie möglich zu geben, zu machen. Ich sehe es ja auch an den Aufrufen, an den Kommentaren. Ein Tag ist besser wie der andere. Das ist immer meine Stimmung halt, wie ich gerade drauf bin. Und meistens am Wochenende natürlich gut gesehen. Da bin ich meistens besser gelaunt, wie mitten in der Woche, ist ja klar. Wer hat natürlich Lust, montags zur Arbeit und so weiter. Es ist halt, wie gesagt, ich versuche mein Bestes und ich hoffe, dass ihr weiterhin meine schönen Videos schaut. Auch dieses hier, was etwas länger wird. Was haben wir denn? Wir haben hier einen Magier. 100 Alu aktiv. Du bist ein Nicht-Pilzer natürlich. Hast drei Tränke drin, das ist schon mal gut. Hast leider keinen Innentrank. Wenn du einen findest, schlag zu. Ah, du hast doch einen. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Du hast einen Innentrank, einen schönen grünen Trank. Du bist ein Magier, ein männlicher Magier. Wow. 72,59% Sammelalbum, richtig top für einen Nicht-Pilzer. Sehr schön, gefällt mir. Weiter so machen. Sammelalbum gibt es eine 1 auf jeden Fall. Ich kann auch einführen, dass man Noten bekommt, die ich so bewerten würde. Also da würde ich für Sammelalbum auf jeden Fall eine 2 geben, für das Sammelalbum auf jeden Fall eine 2. Für die Tränke würde ich dir eine 3 plus geben. Für deine Skillung würde ich dir, ja, was würde ich dir da geben? Nebenattribute sind geskillt etwas. Ja, dann würde ich dir für die Skillung auf jeden Fall auch eine 2 plus sogar geben. Die ist ziemlich gut, die Skillung. Von den Items her. Das Epic kannst du noch lassen. Ja, das Epic hier, 78, alle Attribute, ist schon etwas älter, aber kann man auf jeden Fall noch tragen. Der Stab ist in Ordnung. Das hier ist noch etwas neuer. Also von den Items hier auf jeden Fall noch eine 2. Also ist ziemlich gut alles. Also Items würde ich so erstmal alles lassen. Skillung sieht auch gut aus. Sammelalbum auf jeden Fall top. Tränke, wie gesagt, nur noch einen besseren Ausdauertrank finden. Also das muss man ja Glück haben als 100 Alu-Spieler. Und von den Dungeons her, 52 Dungeon-Etagen sollte in Ordnung sein. Einfach jede Stunde ein Try versuchen. Und alle 10 Minuten jemanden angreifen für dein Sammelalbum. Und scheinbar machst du das ja, weil sonst hättest du nicht so ein hohes Sammelalbum. Und da sieht man mal wieder, egal ob man 100 oder 300 Alu hat, man kann ein sehr hohes Sammelalbum haben, ohne Pilze rauszugeben. Ohne. Der SF-Fan. Kannst du mich bewerten? Fragezeichen. Nachrichtentext hier eingeben. Werde ich machen. Ich werde, glaube ich, in der Zukunft, wenn kein Nachrichtentext drin ist, nicht mehr bewerten, weil. Also da sollte man schon ein paar Zeilen reinkloppen, damit ich euch bewerte. Das wäre schon etwas besser. Du bist von Disneyland. SF-Fan. Du hast einen lustigen Helm. Rang 306. Sammelalbum 90%, sehr schön. Bist natürlich Pilzer, bist bei Disneyland eine sehr hohen Gilde. Wieder Konkurrenzgilde zu uns. Dungeons 93 schon, das sieht alles sehr in Ordnung aus. Kein Turm, was da los? Nein. Helm natürlich top. Die Brust ist auch in Ordnung, das sieht gut aus. Waffe sieht gut aus. Ja, ich kann schon sagen, bei dem Rang Items passt natürlich alles. Da habe ich nichts zu meckern von den Dungeons her auch. Da kannst du vielleicht sogar noch ein paar abwarten für die nächste Levelbremse. Was haben wir hier? Basis von 1020 zu 995 sieht auch alles in Ordnung aus. Du hast 30, na gut, hast nicht ganz 30%, 29% Crit. Hast nicht so viele alle Attribute Epics. Nee, gar keins. Also dann ist auf jeden Fall Glück in Ordnung. Und das sieht alles in Ordnung aus. Also ich habe nichts zu meckern. Machst du weiter. Bist gut dabei und wirst dann weiterhin oben mitspielen bei Disneyland bzw. auf diesem Server. Bewerten bitte der da Marci. Hey, wäre nett, wenn du mich bewerten könntest. Natürlich, Marci. Ich bin so nett. Du bist Stufe 47 und hast einen Pfeil durch den Kopf. Oh mein Gott, du bist tot und hast einen Nagel hier noch drin und ein Pflaster und du bist völlig verrückt. Yo, schreibt er. Nicht Pilzer, drei Tränke drin, das ist schon mal gut.
Dungeons, 19 Dungeon-Etagen in Ordnung und hast 70% Sammelalbum. Gefällt mir auch gut dafür, dass du nicht Pilzer bist und erst Stufe 47. Ja, da kannst du dir was Besseres suchen. Wenn du was Besseres findest, sofort zuschlagen. Die Robe ist in Ordnung. Da auch wieder was Besseres bitte suchen. Das ist auch in Ordnung. 61, dann ist die Robe auch schon etwas älter. Also die Robe auch austauschen, sobald wie möglich. Der Stab vom Damage her ist in Ordnung. Aber such einen mit Int am besten. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das kannst du noch tragen. Und das ist eigentlich auch in Ordnung dafür, dass zwei Attribute drauf sind, kannst du es noch anlassen. Auf jeden Fall den Helm, die Robe und die Handschuhe austauschen als nächstes. Von der Skillung her 238 zu 239. Du kannst auf jeden Fall etwas mehr inskillen. Und Glück ist in Ordnung, vielleicht ein bisschen mehr auf Geschick skillen, beziehungsweise die Nebenattribute nicht vergessen. Nee, das schaffst du schon. Damasi. Dreitägige Inaktivität, das ist wohl Gilde irgendwie. Welt 13, Baby Shilling. Geh bitte auf Welt 13 in die Gilde von Teleporter. Ja, ich bin ja Server 13 und bin zurzeit noch bei der anderen Gilde. Löschen, Betreff, Dieb. Dieb, ich hab dich schon bewertet, gerade eben. Deswegen lösche ich das mal, okay? Der Skrillex X. Hey, könntest du mich bitte bewerten? Danke. Natürlich werde ich das machen. Ich bin doch gerade dabei. Erstmal wieder einen Schluck nehmen. Oh ja, das ist ziemlich anstrengend, so viel zu reden. So. Du bist bei Bensheim. Interessant. 20% Mount nur. Oh, hol dir doch eins für 30. Für einen Pilz. 30% nur ein Pilz. Und ein paar Gold. Mann, 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 das ärgert mich immer. Hast hier Trank des ewigen Lebens drin und reitest auf dem Pferd. Ja. Da sage ich mal nichts zu. Besorgt dir ein besseres Mount. Sammelalbum, 20% ist sehr dürftig. Ja gut, du bist erst Stufe 35. Da kannst du machen, greif auf jeden Fall alle 10 Minuten irgendjemanden an, drück einfach alle 10 Minuten auf diese Arena und greif irgendwen an. Dein Hütchen ist ein Inthub-Hut. Gefällt mir. Robe ist in Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Sehr schön. Ausdauer. Oh, da muss Int hin. Das ist auch noch in Ordnung. Das Epic auch. Und das kannst du auch noch anlassen. Von den Items, das hier nur austauschen, sobald du etwas Besseres findest. Natürlich bist du ja Stufe 35, musst du Glück haben. Sammelalbum, wie gesagt, pushen, indem du alle 10 Minuten angreifst. Von der Skillung her sehe ich jetzt keine Defizite. Vielleicht noch ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr Inskillen. Das ist alles soweit in Ordnung. Mach so weiter. Wie gesagt, greif schön immer alle 10 Minuten an und überleg dir vielleicht ein paar Pilze zu investieren, dass du dir ein besseres Mount besorgst. Weil das lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht es mit den XL Epics. Haben wir den nicht schon? Hey ho, kannst du mein Char bewerten? Deine LPs sind Hammer. Dich hatte ich doch schon. Dich hab ich schon. Warum schreibt ihr mir alle immer doppelte Nachrichten? Mann, Mann, Mann. Der XXX Zocker XXX möchte gerne bewertet werden. Hey, könntest du mal please mein Char bewerten? Wäre nett. Danke, natürlich. Du hast eine Augenklappe mit einem Smiley drauf. Du bist nicht Pilzer, 30% Mount. In Ordnung. So muss das, seht ihr? 30% Mount, obwohl nicht Pilzer ist. Zwei Tränke. Kein Glück gehabt, glaube ich, im Zauberladen. Oder du bist faul, eins von beiden. Aber ich denke mal, du hast kein Glück gehabt. Die besten Let's Plays, Zuschauer-LP, Dankeschön. Das gefällt mir. Ach, ich glaube, ich werde jedes Mal. Ich werde ab sofort, glaube ich. Wie mache ich das? Ich brauche irgendwie ein Programm, muss ich mir runterladen, womit ich immer einen Screenshot mache. Dann werde ich, sobald ich jemanden bewerte. Und sehe, er hat irgendwas vor mir da drin stehen. Die besten Let's Plays, irgendwie Zuschauer-LP oder irgendwie irgendwas über mich drin steht im Profil. Werde ich einen Screenshot machen und irgendwann mal ein Video zusammenstellen mit Musik im Hintergrund, wo dann quasi alle aufgelistet sind nacheinander. Kommt dann Bild an Bild, wo man sieht, dass ihr sowas bei euch reingepostet habt. Finde ich ziemlich cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Dankeschön dafür. Muss ich mir halt noch ein Programm suchen, damit ich das. Dann in der nächsten Zeit, wenn ich so eine Brieftaube aufnehme, dass ich mal einen Screenshot machen kann. Sammelalbum, 20% auf jeden Fall alle 10 Minuten schön angreifen. Von den Items her ist der Helm in Ordnung. Das darf vielleicht etwas mit Stärke besorgen. Das ist noch in Ordnung. Hier wieder Stärke dran denken. Die beiden Items sind in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Hier, ja. Wenn denn Stärke Ausdauer, aber Stärke Geschick ist nicht ganz so effektiv. Oder wie gesagt, am besten nur ein Stärke-Item hier.
Und hier 37 Ausdauer, am besten auch eine Halskette mit Stärke suchen. Von der Skillung her hast du 196 zu 189, das ist in Ordnung. Noch ein Tick mehr auf Glück skillen, dann läuft das doch. Also wie gesagt, das Wichtigste zurzeit ist, alle 10 Minuten jemanden angreifen, damit dein Sammelalbum voller wird. Ganz wichtig. Super LPs, bitte bewerten. Der Mute. Hey, deine LPs sind echt klasse. Ich fände es cool, wenn du mich bewerten würdest. Natürlich. 103, kein Mount. Full Epic außer Waffe. Ist da etwa dein Mount abgelaufen oder bist du inaktiv geworden? Eins von beiden auf jeden Fall, dein Mount, dein Reittier bitte erneuern. Schauen wir mal auf dein Sammelalbum. Das ist zurzeit bei 54,94%. Wenn du Pilzer bist, ist das zu wenig. Ich weiß nicht, ob du Pilzer bist. Aber wenn du Pilzer bist, mehr in Sammelalbum investieren, auch ein paar Pilze, wenn nötig. Da sollst du schon auf 70, 75% kommen. Ein 50% Mount besorgen. Einen Flügeltrank nehmen, wenn du Pilzer bist. Und von den Items her, oder erstmal von der Skillung. Du hast Basis 759 zu 604. Vielleicht noch ein Ticken mehr auf Ausdauerskillen. Nebenattribute hast du soweit mitgeskillt, aber da geht noch etwas mehr. Kannst du vielleicht nur 100 mehr auf beide Nebenattribute hauen. Und Glück ist in Ordnung, 30%. Deine Items sehen alle gut aus. Ich sehe, du bist fast komplett epic. Dass die Waffe, außer die Waffe steht ja auch in deinem Profil. Aber da habe ich nichts zu meckern. Die Items kannst du alle anlassen. Und den Bogen auch. Wie gesagt, Sammelalbum pushen und Mount besorgen, wenn du aktiv spielst natürlich. Dann kommt der Raid. Betreff von Dieb. Dieb habe ich doch schon bewertet. Char bewerten. Du bist Dieb? Ja, ich habe dich schon bewertet, Dieb. Der Talamor schreibt Betreff. Hallo. Hallo, Talamor. Hallo. Betreff. Magic Black. Hast du etwas gegen mich? Oder wieso die Angriffe? Ja, ich mag dich natürlich nicht. Nein, das ist random. YouTube. Der Joker 2012. Deine Videos sind einfach der Hammer. Bitte mach mehr davon. Mache ich jeden Tag. Ich versuche so viele Videos wie möglich euch zu bringen. Das löschen wir auch mal. Oh, ich habe nur noch 55. Ach, ist ja nicht mehr viel. Der Markusser möchte bewertet werden. Natürlich. Könntest du meinen Account bewerten? Wir wissen, wie schlecht ich bin. Natürlich werde ich das machen. Der Markusser. Razzia. Habe ich. Ach, schon wieder von Razzia. Schöne Gilde. Gefällt mir auf jeden Fall die Leute, die drin sind. Du bist ein Pilzer. 80% Sammelalbum bzw. 79. 85 bis 85% sind auf jeden Fall auch drin, ne? Da geht auf jeden Fall mehr. Mount ist in Ordnung, wenn du Pilzer bist, da ist der Trank ausgelaufen, da fehlt etwas. 73 Dungeon Etagen, 116. Ja, von den Items her sehe ich gerade nichts Schlimmes. Items sind alle in Ordnung. Ja, von der Skillung her. Ist auch in Ordnung, vielleicht noch ein Tickchen, so ein bisschen mehr auf Endskillen. Sonst ist es in Ordnung. Crit ist in Ordnung. Glück, Stärke, Nebenattribute auch gut gepusht. Items gut. Das Einzige, was ich halt zu bemängeln habe, ist dieser Trank, der fehlt. Und das Sammelalbum vielleicht etwas mehr pushen. Vielleicht auch sogar ein paar Pilze reinhauen. Sonst alles in Ordnung. So schlecht bist du doch gar nicht. Fisodark, Ende auf Server 22. Der Marco Kometz 123. Hallo Zuschauer, kannst du bitte meinen Char bewerten? Glückstrank habe ich nicht gefunden. Bin nicht Pilzer und bekomme meine Pilze durch. Okay, 372. Du hast 372 Pilze schon dadurch bekommen. Danke und dir viel Spaß beim Let's Playen. Deinen Kanal kann ich leider nicht vorbeischauen. Das ist nicht drin. Du bist auch bei Razzia. Und hier haben wir einen Nicht-Pilzer, der hat. Du bist nicht Pilzer, hast so viele Pilze durch dieses Sponsor-Ding bekommen und hast 92,47% Sammelalbum. Das ist top. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Mach weiter so. Top Mount. Bist du wirklich nicht Pilzer? Oder willst du uns hier für alle verarschen? Du hast ja mehr Sammelalbum wie ich. Jetzt hast du mich aber hier gedisst. Wirklich. Oh Mann, oh Mann. Von den Items her. Oh, alles top hier, auch von den Items, richtig gut. Ja, von der Skillung her, 970, auch alles ziemlich gut. Boah,
Und du bist nicht Pilze, auf jeden Fall top. Das ist richtig gut. Mach weiter so. Du kannst ja auch gerne mal, wenn du das Video hier siehst, schreiben, wie du das machst mit den ganzen Pilzen, dass du echt so viele bekommst. Ist richtig klasse. Bin ich echt mal gespannt, ob du wirklich alles und wirklich gar kein Geld ausgegeben hast für diesen Account. Dann, wenn ja, wäre das richtig gut. Der Amazing oder Amazing mit Q hinten, ja, möchte gerne bewertet werden. Account-Bewertung Raute 1. Namen Zuschauer, könntest du mich eventuell bewerten? Wäre hammergeil. Danke. Perst, deine Videos sind spitze. Vielen Dank. Du bist bei die schwarze Schar. Die schwarze Schar. Dieses Leben gibt dir Beine. Aber gehen musst du selber. Ja, die Metapher oder was ist natürlich etwas komisch. Es gibt auch Leute, die haben leider keine Beine. Und was ist dann? Ja, wir wollen jetzt nicht vom Thema abschweifen. Du bist ein Magier, hast drei Top-Tränke drin, bist Pilzer, wie es aussieht. 70% Sammelalbum ist wenig als Pilzer, da kannst du noch nachholen. Beziehungsweise noch mehr, 80, 85% sind drin als Pilzer, locker. Bestimmt ein Sammelalbum suchen. Intelm 248 ist in Ordnung, die Robe ist schon etwas älter, oder? Obwohl, die geht eigentlich noch. Die kannst du eigentlich noch anlassen. Genau wie dieses Item. Das ist schon wieder ein Ticken älter. Der Stab ist noch gut. Auch gut Damage. Auch gut, 702, ja. Das ist in Ordnung. 125 ist auch in Ordnung. 244, sehr schön. Und mir fällt auf, dass ziemlich viele Ausdauer-Int immer Ausdauer noch auf der Halskette haben als Magier. Bin ich kein Fan von. Ich stehe nur auf komplett Damage. Damage, Damage, Damage. Du hast 78 Dungeon-Etagen, das sollte auch in Ordnung sein für dein Level. Die Nebenattribute sind gut gepusht. Du hast viele, alle Attribute Epics, oder? Wenn nur eins, ne? Wirklich nur eins, dann hast du deine Nebenattribute gut gepusht. Int 924 zu 765, auf jeden Fall mehr Ausdauer-Skillen. Wie gesagt, immer 100 mehr Int wie Ausdauer würde ich empfehlen. Crit ist auch in Ordnung, 25%, sollte in Ordnung sein. Du hast ja hier 26% fast gerundet. Das sieht doch in Ordnung aus. Wie gesagt, das Sammelalbum auf jeden Fall noch etwas pushen, wenn du Pilzer bist. Alle 10 Minuten angreifen und wenn nicht, beziehungsweise wenn du Pilze ausgeben möchtest, auf jeden Fall auch. Immer schön auf Charakter gehen, Sammelalbum und schön die Sachen raussuchen und dann den raussuchen, der quasi das noch braucht, beziehungsweise das hat, was du brauchst für dein Sammelalbum. Klickst du hier drauf, siehst du zum Beispiel hier, mir fehlt zum Beispiel. Was fehlt mir hier? Diese Halskette hier, diese Voodoo-Kette. Dann sucht man halt die ganze Zeit diese Voodoo-Kette, macht sich einen Screenshot oder geht auf Seiten, wo das abgebildet ist. Und dann sucht man sich die und greift den an, der das Ganze hier hat. Bewerten von Spiegelbild zweimal. Ich lösche mal eine Nachricht. Bewerten. Oh, das ist natürlich wieder so ein kurzer Text. Wie gesagt, in der nächsten Zeit werde ich, glaube ich, so etwas sofort instant löschen, weil das ist richtig viel Arbeit, was ich hier gerade mache. Nicht hier eben so, ja, ich mache eben Video. Fällig, komm, bewerb mich. Jede Woche am besten. Ist schon etwas Arbeit. Disneys Wundertüte. Von Spiegelbild. Du bist ein Pilzer. 90% Sammelalbum. Sehr schön. Drei Top-Tränke. Ich mach's mal etwas schneller, denn ich glaube, du hast alles ziemlich gut. 1072 zu 916 Skillung. Sieht in Ordnung aus. Oh, gar nicht mal so viel Glück. Also, da würde ich etwas mehr auf Glück skillen. Also, 25% würde ich doch schon besitzen. Auf diesen Level. Auf diesen Rang. Ja, da musst du ja wohl noch ein bisschen nachlegen. Ne? Also Glück würde ich auf jeden Fall mindestens 25% haben. Von den Items her sieht alles doch. Ja, sieht alles gut aus. Items kannst du alles soweit anlassen. Ich bleibe hier. Disneys Wundertüte. Natürlich. Sammelalbum top. Wie gesagt, das Einzige, was ich zu bemängeln habe, vielleicht etwas mehr auf Glücksskillen. Du hast ja auch alle Attribute Epics hier 1. Genau. Aber ich würde ein bisschen mehr auf Glücksskillen. Und da hat mein Handy eine Nachricht gegeben. Ich hoffe mal, dass gerade die ganze Zeit keine Störgeräusche sind. Deswegen werde ich mein Handy einfach wegschmeißen. Natürlich irgendwo gegen die Wand. Nein, auf mein Bett natürlich. Spiegelbild habe ich damit bewertet. Wichtig, Regel auf. Okay, das ist Gilde. Please bewerte meinen Char. Wir sind dann noch, haben wir nur noch 48 vor uns. 48 Nachrichten und das Video geht schon 34 Minuten. Ich glaube, wenn ich jetzt alles Server so mache, dann geht das Video 3 Stunden. Ja, please bewerte mein Char. Basti 97. Please bewerte mein Char, danke. Und ich muss gerade aufstoßen. Und ich will das Video nicht pausieren, weil sonst. Och, bin ich ein Schwein. Sonst ist das Ganze asynchron. Deswegen werde ich jetzt einfach eiskalt ins Mikro rülpsen, als wäre es hier ein Livestream. Please bewerte mein Char, danke.
Und du hast geile Videos. Kompliment. Oh, ist es schon wieder 10 Uhr abends. Ich muss so langsam wieder ins Bett. Hihihi. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Du bist ein Krieger, 48. 5 Dungeon, such noch. Du hast Dungeon 1 complete. 25 Dungeon-Etagen hast du gereinigt. Das ist doch ziemlich gut. Wenn du Pilzer bist. Ich glaube, du bist kein Pilzer. Mann, du bist kein Pilzer. 46%, da geht noch mehr. Schön, alle 10 Minuten angreifen. Dein Mount ist in Ordnung. Deine Tränke, wenn du was Besseres findest, natürlich sofort zu schlucken. Schluck. Du hast dein Ohr, halbes Ohr verloren. Das ist natürlich ziemlich hart. Ob du damit weiterleben kannst, weiß ich nicht. Von der Skillung her, viel mehr Stärke-Skillen. Du hast mehr Ausdauer wie Stärke geskillt. Hau mehr in Stärke rein. Nebenattribute nicht vergessen und Glück sieht sehr schlecht aus. Ein bisschen mehr Glück-Skillen. 15 bis 20% sollten drin sein. Von den Items sehe ich. Das ist schon etwas älter. Das könntest du vielleicht austauschen. Also wie gesagt, als nächstes das hier austauschen, der Rest ist soweit in Ordnung und an das Sammelalbum denken, dann wird alles super. Und immer schon in den Zauberladen schauen, jeden Tag, damit du schöne neue Tränke findest und den Waffenladen für schöne neue Items. Sonst ist alles in Ordnung. Basti 97. Die Nachricht war vom 1.12. Oh mein Gott, ist sie alt. Game, bewerten. Please, kannst du mich bewerten? Natürlich kann ich dich bewerten, Game. Du bist 136, Game Lichtkrieger. Hast ein Sammelalbum von 99%, das ist sehr gut. Hast drei Tränke drin. Wenn du Pilzer bist, da ist der falsche Trank, Glückstrank, weg. Nach 14 Tagen bis Weihnachten. Also wenn du Pilzer bist, Glückstrank, der Glückstrank weg und dafür den Pilztrank. 82 Dungeon-Etagen sollte in Ordnung sein. Von der Skillung her sieht alles sehr gut aus. Ja, Glück auch gut mit Giskill, das gefällt mir. Ich denke mal, bei den Items wird es genauso aussehen. Ja, so eine schöne Mauer. Einfach die Wand. Die Wand. Das ist einfach nur ein geiles Item. Die Wand. Und mir fällt gerade auf, es ist mir noch nie aufgefallen. Ich hab noch nie gesehen, dass ein Text hier auf Englisch ist. Sehr komisch. Ist das nur bei diesem Item? Oder habe ich gerade irgendwas umgestellt? Na egal. Auf jeden Fall, Items soweit in Ordnung, Skill auch. Sammelalbum sehr gut und das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist dieser Trank. Da muss Pilztrank. Wenn du richtig Pilzer bist, musst du Pilztrank nehmen. Alter. Da musst du vielleicht wieder mehr Glück skillen, weil du dann voll wenig hast, Alter. Weil du keinen XXL-Trank mehr drin hast. Das war Game. Der Tetsu 122 möchte auch gerne bewertet werden. Natürlich. Please bewerten. Werde ich doch machen. Tetsu von German Fighters. Sammelalbum 44,82. Da geht mehr. Schön immer angreifen. Bist nicht Pilzer, 30% Mount, gefällt mir. Tränke sind auch soweit in Ordnung. Die Brust bitte austauschen, die ist ziemlich alt. Dam, 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 dam. Sonst sehe ich nichts Böses. Als nächstes die Brust austauschen, der Rest ist in Ordnung. Von der Stellung her sieht alles auch sehr gut aus. Und Nebenattribute vielleicht etwas mehr pushen. Und Glück skillen bitte. 5, also 20%, da kannst du hinkommen. Meine Burg, mein Baum, mein Weg, mein Fels, mein Leben. Shakes and Fidget. Also denk dran, was ich dir gerade gesagt habe. Ich habe schon wieder vergessen. Nein, natürlich Sammelalbum dran denken und die Brust austauschen und mehr Glücksskillen. Nesta, wir machen jetzt hier Massenabfertigung der Slap-Z. Slap-Z. Bewerten, könntest du mich bewerten? Wäre nett. Natürlich. Disneys Wundertüte. Du bist Pilzer. Hast den Top-Trank. Alle Top-Tränke drin. 94 Dungeon-Etagen. Ist in Ordnung. Denk an die Levelbremse. Du bist on. Du hast sau viel Sammelalbum. Du bist blöd. Hast mehr wie ich. Gefällt mir nicht. Und du hast schöne Items. Ich denk mal, das passt alles, ja. Ich denk, du hast geblättert. Du hast voll viel Geld ausgegeben. Nein, sieht alles in Ordnung aus. Also, was soll ich sagen? Du bist Rang 278. Da sollte alles in Ordnung sein von den Items. Sammelalbum top. Kannst du bald bei mir weitermachen. Skillung her auch. Passt alles. 32% Crit und alles gut. Neben Attribute mitgeskillt. Du hast ja viele Epics, alle Attribute. Passt alles. Sehr schön. Mach weiter so. Da wirst du mich vielleicht bald auch noch überholen. Das will ich nicht. Hör auf damit. Internet. Internet?
Okay, das ist gildenintern. Internet. Da, Marci, hab dich schon bewertet, aber schreib's noch was? Nein, ich hab dich aber schon bewertet. Da wurde ich angegriffen. Bewerten der Joker 2012? Habe ich den Joker 2012 schon bewertet? Nein, nein. Ich hatte noch keinen Schimmel im Reif. Das war Joker LP oder so. Alle heißen irgendwie mit Joker. Sammelalbum 60%. Wenn du Pilzer bist, ist das zu wenig. Da muss mehr hin. Und wenn du Pilzer bist, da fehlt der Pilztrank. Aber scheinbar bist du nicht Pilzer, oder? Ich weiß es nicht. Steht das irgendwo? Nein, nein. Von den Items her. Schön, schön. Da, der Schwimmreif als nächstes kannst du austauschen. Der Rest ist in Ordnung. Also als nächstes dieses Epic austauschen. Skillung ist in Ordnung. Crit ist auch vielleicht ein bisschen mehr auf Crit noch skillen. Aber sieht alles gut aus. Aber bitte an das Sammelalbum denken. Das kann auf jeden Fall noch gepusht werden. Bin jetzt inaktiv. Raid Bewertung. Ich habe die schon bewertet. Basti97, ich habe die auch schon bewertet. Der Alari schreibt. Okay, das ist wieder gildenintern oder gilden anders intern. Der Tetsu 122, habe ich nicht den Tetsu auch schon? Den Tetsu habe ich auch schon bewertet. Das ist ja alles hier doppelt hier. Der Morrigan. Habe ich den Morrigan schon bewertet? Oh mein Gott, es waren schon so viele. Würdest du bitte mein Char im LP bewerten? Finde dein LP ist echt gut, vor allem weil du nie. Weil du. Was war. Vor allem, weil du nie sympathische Stimme hast. Weil du. Das hört sich komisch an. Habe ich eine sympathische Stimme oder habe ich keine? Hast du mich etwa beleidigt oder hast du dich nur verschrieben? Du bist bei Razzia, Morrigan. Bist eine Pilzerin. 77,88% Sammelalbum. Und da geht mehr. Wenn du Pilzer bist, da geht mehr. 80 bis 85% sind drin. Tränke sind top. 92 Dungeon-Etagen sollte in Ordnung sein von der Skillung her. 1000 hier. 1000 zu 950. Alles soweit in Ordnung. Skillung sieht gut aus. Glück sieht auch gut aus. Das sieht so aus, als hättest du viele Epics. Und die hast du auch. Und ich sehe gerade kein Epic, was du austauschen müsstest. Also, nö, das sieht gut aus. Kannst du die Items sehen in Ordnung aus? Sammelalbum, wie gesagt. Also das einzige Sammelalbum mehr pushen. Dafür, dass du Pilzer bist, geht da mehr. Es war bei mir auch zum Anfang so, ich wollte es einfach nicht machen, beziehungsweise hatte keinen Bock. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Der Alanil. Und nochmal. Oh. Okay. Das ist wieder was anderes. Banshee betreff. Komme ich jetzt auf YouTube, hab deinen Namen heute schon fünfmal im Po. Ach so, schon wieder die Banshee. Alu 28.11. ist was anderes. Bewerten. Boom hat mich angegriffen. Der Max Atrix. Max Trix. Hi Zuschauer, ich würde mich freuen, wenn du meinen Char bewertest. PS, bester Let's Player in Deutschland. Schwör auf Zuschauer, geile Videos. Bester Let's Player in Deutschland. Dankeschön. Du bist in keiner Gilde. Wow, was ist da los? Keine Gilde? Pilzer, Pilzer, nicht Pilzer, inaktiv, Fragezeichen. Abwärmen zwecklos, Pandora. Ich glaube, du bist inaktiv. Kann das sein? Ich habe es nicht mitbekommen in der Gilde, aber ich glaube, du bist inaktiv, sonst wärst du noch in der Gilde und wärst nicht gekickt worden. Ich glaube, du bist inaktiv. Tut mir leid, aber ich glaube, du bist inaktiv. Dann brauche ich dich auch nicht zu bewerten. Wenn nicht, dann schreib mir noch einmal eine Nachricht. Was ein Schlagabtausch. Natürlich mag ich dich sehr gerne. Abschied. Gilde. Gildeneinladung. Sammelalbum Krieger. Ist was anderes wieder. Och, die Post wird so langsam weniger. Ich glaube wirklich, dass ich die erste Brieftaube Teil 1 jetzt erstmal nur für Server 22 mache und dann die nächste für Server 23 aufnehme. Oh, Leute, ich bin gerade völlig am Ende. Nur am Labern. Morgen habe ich keine Stimme mehr. Ich sehe es schon kommen. Bewerten der Terminator 11994. Bewertest du bitte meinen Char? Natürlich werde ich das machen. Ui, du bist Pilzer, hast drei Top-Tränke drin. Sammelalbum kannst du noch etwas pushen. Na gut, du bist erst 92. Aber Sammelalbum pushen. Push das Sammelalbum auf jeden Fall. Auch wenn du erst so low im Level bist, auf jeden Fall pushen. Das bringt auf jeden Fall viel. Denn umso höher dein Sammelalbum ist, umso schneller steigst du im Level. Dungeons hast du 53, sollte in Ordnung sein.
Von den Items her, da. Nur ein Int-Item würde ich mehr empfehlen. Das natürlich ist nicht ganz so gut. Da bitte ein Int-Item besorgen. Der Stab. Ja, das EP kannst du noch anlassen. Das EP, ja, ist schon ein Ticken älter. Das kannst du vielleicht bald austauschen. Und das bitte auch austauschen durch eine Int-Halskette. Von der Skillung her 600. Bisschen mehr auf Ausdauer skillen und wesentlich mehr auf Glück. Und bitte die Nebenattribute nicht vergessen. Terminator. Spiegelbild betreff. Bitte bewerten. Habe ich doch schon. Ich habe die doch schon bewertet. Der Deathkill schreibt: Char bewerten. Kannst du meinen und Kappis Char bewerten? Wäre nett. Kappi und Death. Dann soll der Kappi mir schreiben, dann werde ich den Kappi auch bewerten. Aber jetzt werde ich erstmal den Deathkill bewerten. 30% Mount, Nichtpilzer, keine Tränke, bitte Tränke besorgen. Sammelalbum ist schon gut, kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen pushen. Auch wenn du nicht Pilzer bist, von den Items her. Werde ich, denke mal, nichts finden, oder? Das sieht alles in Ordnung aus, kannst du auf jeden Fall alles soweit anlassen. Du hast 47 Dungeon-Etagen und von der Skillung her sieht auch alles in Ordnung aus. Also wie gesagt, das Einzige, was du vielleicht machen solltest, Tränke besorgen, wenn du nicht inaktiv bist und natürlich dein Sammelalbum so gut es geht noch weiter pushen. Der Troy schreibt: Bewerten, Bitch. Natürlich Bitch. Elite-Truppe, alle Teile, Freu. Und jetzt hast du es geschafft. Du bist ein Nicht-Pilzer. 71,53% Sammelalbum ist doch schön als Nicht-Pilzer, das gefällt mir. Oder bist du Pilzer oder hast du einfach nur Glück? Wenn du Pilzer bist, hol dir ein anderes Mount. Sonst hattest du hiermit Glück und hattest ein Ding drin ohne, also für Nicht-Pilze. Tränke sind top. Sammelalbum kannst du noch ein bisschen weiter immer dran arbeiten. Sammelalbum kann man immer dran arbeiten. Also immer dran denken, 10 Minuten, alle 10 Minuten jemanden angreifen. Von den Items her sehe ich nichts, was du austauschen solltest. Kannst du alles soweit anlassen. Dungeons hast du 78, ist auch in Ordnung. Dann hast du 760 zu 851. Das sieht alles gut aus. Also Skillung ist auch in Ordnung. Wie gesagt, Sammelalbum und wenn du Pilzer bist, ein anderes Mount. Der Echo 1326 schreibt: Danke, danke, dass du mein Char bewertet hast. Hab jetzt ein neues Epic. Glück 240 anstatt die Karte und versuche einen neuen Helmschuh und Gürtel zu finden. Danke, dass du das getan hast. Mach weiter so. Bitteschön, ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen bei deinem Charakter. Das löschen wir: YouTube und Char. Hey, hey, hohe Zuschauer, ich bin ein Fan von deinen Videos, extrem übergeil. Und wollte mal so fragen, ob du Lust hättest, mein Schabe zu bewerten. Ich habe keine Lust, tut mir leid. Nein, ich werde ihn natürlich bewerten. Ja. Was? Was, was, was? Du hast einen Wischmob? Bist Rang 79? Du bist ja besser wie ich. Du bist ja auch bei Pandora. Du bist ja bei uns in der Gilde. Also alles gildenintern hier. 3 Top-Tränke natürlich drin, 92% Sammelalbum, da habe ich auch nichts anderes erwartet, dafür, dass du bei Pandora natürlich bist, in der besten Gilde, die es gibt auf Server 22. Wir sind die Macht. Nein, von den Items werde ich auch nichts finden. Kann ich ja mal durchgucken, ob hier irgendwas. Ach komm, alles top. Dungeons top, Sammelalbum top, Tränke top, Mount top, Skillung top, alles top. Mach weiter so, Pandora und so. Ich brauche Leute von Pandora eh nicht zu bewerten, weil die eh alle Top-Sachen haben. Von daher. Betreff der Pro-Gamer 12388. Hi, du mach lollige LPs. Mach weiter so. Alles klar. Ziemlich lollig alles hier. Der Terminator schreibt nochmal: Bin ich in der Ehrenhalle gut für mein Level? Rang 1543 mit Stufe 92. Wenn du mal jetzt auf die Ehrenhalle gehst, wenn sie lädt oder man kein Disconnect hätte, so wie ich, dann würde das funktionieren. Ah, okay, jetzt geht's. Und du kannst einfach am Level gucken, dass die meisten noch über dir sind. Also, ich würde gar nicht so an die Ehrenhalle denken. Erst wenn du höheres Level bekommst später, dann kannst du an die Ehrenhalle denken. Greif einfach alle 10 Minuten an für das Sammelalbum, dann wirst du auch steigen. Glaub mir, dann wirst du steigen. Der Basti 97, please bewerte meinen Char. Ich hab dich doch schon bewertet, Basti. Und jetzt seht ihr es.
0 von 100. 50 Minuten Video, 100 Nachrichten abarbeitet. Das bedeutet, ich werde die nächste Brieftaube morgen wahrscheinlich aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich diese noch heute ist Montag hochladen werde oder Dienstag spätestens. Und dann die nächste Brieftaube vielleicht sogar einen Tag später, sodass dann Server 23 auch abarbeitet wird. Und das wird, denke ich mal, auch eine Stunde dauern. Und dann brauche ich noch eine Stunde wahrscheinlich für die anderen Server zusammengefasst. Also eine Stunde Server 22, jetzt fertig. Dann eine Stunde Server 23 und eine Stunde für Server 8, Server 2 und vielleicht Server 13 mache ich auch noch bei dem Livestream. Oder das mache ich im Livestream. Eins von beiden. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich bin es fast. Denn, oh mein Gott. Oh, man nimmt nicht immer am Stück so 15 Minuten auf und labert die ganze Zeit. Wenn man ein Spiel aufnimmt, zum Beispiel Minecraft oder so, 15 Minuten ist kein Problem, weil man labert nicht die ganze Zeit. Man lässt das Spiel noch etwas machen und jetzt habe ich ja nur gelabert. Ich hoffe, es war akzeptabel, beziehungsweise wenn jemand alle 15 Minuten geschaut hat, wirklich, wenn er alles gesehen hat von diesem Video, dann schreibt bitte einen Kommentar, damit ich weiß, ihr habt alles gesehen, schreibt einen Kommentar rein mit, ihr schreibt dann rein, ich mag Züge. Wenn ihr alles gesehen habt, die ganzen 50, eine Stunde, schreibt ihr rein, ich mag Züge und dann weiß ich, dass Leute auch das ganze Video gesehen haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.